Schule daheim. Buchstabe der Woche Teil 2. Wie können Sie Ihr Kind in der ersten Klasse beim Buchstabenlernen unterstützen? Da Sie im Moment meistens in der Wohnung sind, finden Sie vielleicht auch Zeit, mit dem Buchstaben der Woche ganz kreativ umzugehen. Hierfür finden Sie hier viele Ideen. Suchen Sie mit Ihrem Kind in Zeitungen und Zeitschriften nach Wörtern, die den Buchstaben der Woche enthalten, und kleben Sie diese auf ein Zeichenblatt oder Plakat, vielleicht sogar in Form eines passenden Bildes, zum Beispiel bei Au in Form eines Autos. Vielleicht schaffen es alle Familienmitglieder gemeinsam, den Buchstaben der Woche zu turnen und ein Foto davon zu machen. Mit dem Sprungseil kann Ihr Kind den Buchstaben legen und natürlich in der richtigen Schreibrichtung den Buchstaben ablaufen. Wenn das Wetter gut ist, kann es den Buchstaben auch mit der Gießkanne auf den Gehweg gießen. Kneten kann Ihr Kind mit selbstgemachter Knete. 200 ml kochendes Wasser, 200 Gramm Mehl, 3 Teelöffel Sonnenblumenöl, 3 Teelöffel Zitronensäure und Lebensmittel- oder Ostereierfarbe mit dem Handgerührgerät vermischen, mit der Hand kneten und portionsweise einfärben. Haben Sie im Garten einen Sandkasten oder eine Kiste mit Sand, dann schreibt Ihr Kind den Buchstaben der Woche in den Sand oder formt ihn aus Sand. Mit Dübeln, Stöckchen und Steinen kann der Buchstabe auch gesteckt oder gelegt werden. Fotografieren Sie Ihr Kind, wenn es den Buchstaben spricht. Beim Anschauen des Fotos denkt es an die Mundstellung. Und schließlich backen Sie Buchstabenplätzchen. Basteln Sie gemeinsam, zum Beispiel ein Auto. Singen Sie gemeinsam ein neues Lied. Lernen Sie zusammen ein Gedicht oder bemalen Sie einen Saarstein und verstecken ihn beim nächsten Spaziergang. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ihr Kind hat bestimmt noch viel mehr kreative Ideen zum Buchstaben der Woche. So kann sich Ihr Kind zusätzlich zu den Aufgaben in seinen Schulmaterialien kreativ mit dem Buchstaben der Woche beschäftigen. In weiteren Videos werde ich Ideen zum Lesen für verschiedene Lesealter vorstellen.